In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Dashboard mit berechneten Feldern ausstatten, die in InLux standardmäßig nicht mitgeliefert werden, damit Sie Ihre gewünschte Auswertung erreichen. Das Dashboard aus diesem Beispiel finden Sie zum Nachbauen in der Videobeschreibung. In diesem Dashboard sehen Sie eine Liste aller Aufgaben mit einigen Daten eben dieser Aufgaben. Ein berechnetes Feld lässt sich über sämtliche Eigenschaften eines Dashboard-Elements und dessen Datenquelle erstellen. Öffnen Sie also nun das Dashboard im Bearbeiten-Modus, um das berechnete Feld einzufügen. Wählen Sie über das Ribbon Datenquelle und dann Berechnetes Feld hinzufügen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste der Felder, um den Ausdruckseditor zu öffnen. Im nun erscheinenden Dialog können Sie mit Hilfe aller in der Datenquelle verfügbaren Felder eine Formel zusammenstellen, die in InLux gepflegte Daten auf Ihre gewünschte Art und Weise auswertet. Zur Auswahl stehen hier unter anderem logische oder mathematische Funktionen, Datums- oder Zeichenkettenfunktionen. Da das Feld erledigt innerhalb von InLux als Boolean, also Wahrheitswert, gespeichert wird, möchten wir eine besser lesbare Auswertung für dieses Feld generieren. Dazu nutzen wir ein sogenanntes Inline-If, welches Sie im Bereich Funktionen und dann logisch finden. Bei der Auswahl wird Ihnen direkt die Schreibweise der Formel mit einer kurzen Beschreibung zurückgegeben. Klicken Sie also nun doppelt auf IF oder tippen Sie diesen Ausdruck im oberen Bereich selbst ein. Der Ausdruck in der Formel muss ebenfalls wieder ein booleischer Wert, also wahr oder falsch, sein, um die Formel korrekt auswerten zu können. Als Ausdruck geben wir nun das Feld erledigt ein. Sofern eine Aufgabe als erledigt markiert ist, möchten wir eben dieses Wort statt true zurückgeben. Ist die Aufgabe als nicht erledigt markiert, soll ebenfalls der korrekte Text ausgegeben werden. Tippen Sie diesen, wie hier zu sehen ist, ein. Bestätigen Sie nun mit OK. Das berechnete Feld erscheint nun in der Liste der Felder, es ist allerdings nur in diesem Dashboard unter dieser Datenquelle verfügbar. Benennen Sie es gegebenenfalls um und ersetzen Sie nun das ursprüngliche Erledigt-Feld. Es ist möglich, die Formel auch im Nachhinein über einen Rechtsklick auf das Feld zu bearbeiten. Klicken Sie nun auf Start, Datei, Speichern und Schließen. Statt True oder False wird nun der von Ihnen definierte Text ausgegeben.